liebe Geschwister im Islam, Brüder und Schwestern im Glauben. Ich versuche in der Kurzzeit, die mir gegeben ist, euch etwas Nützliches mitzugeben. Da im Endeffekt das Zentrum der Dinge ist, dass wir nützliche Sachen mitnehmen, Dinge, die wir anwenden können und uns viel Nutzen bringen. Und Alhamdulillah, wir sind ja hier gekommen, um Sünden zu verlieren und um Sünden von uns zu entfernen, damit wir uns neu aufbauen, damit wir, liebe Geschwister, wie neugeboren, wie wir uns davor gehört haben, wieder zurückkehren und einen neuen Anfang machen können. Und es gibt Dinge in der Religion, die Geschwister, die sind klein, denn man hält sie für wenig, aber sie haben sehr, sehr großen Nutzen für die Oma, sehr, sehr großen Nutzen für die Muslime. Und man bemerkt, dass es ein Phänomen in der Oma ist, dass die Muslime sich mit vielen Dingen beschäftigen, über viele Dinge diskutieren, reden, ihre Zeit verlieren und vielleicht sogar mit ihren Geschwistern sich streiten, aber in der Zeit Sachen machen konnten, ja, die ihnen vielleicht viele Sünden vergeben könnten. Wir wissen zum Beispiel, liebe Geschwister, dass von der Umrah zu Umrah Sünden vergeben werden. Und das ist nicht schlecht für jeden, jedes Mal Umrah zu machen. Ne, das hat Geld und Kraft kostet. Es gibt viel weniger als das, liebe Geschwister, wo Sünden von dir vergeben werden können. In Taten, die du täglich machst, in Dingen, die du sowieso machen wirst. Und wenn du eine Zufügung machst, eine Aussage, etwas, eine bestimmte Dua sagst, Allah subhanahu wa ta'ala dir Sünden vergeben kann. Wie zum Beispiel, liebe Geschwister, bei der Dua nach dem Essen. Und wir essen täglich. Jeden Tag essen wir, oder nicht? Und manche von uns essen mehr, als wir überhaupt essen müssen. Und füllen unsere Mägen und hören nicht damit auf. Aber, liebe Geschwister, es gibt Dua nach dem Essen. Der Prophet, sallallahu alaihi wasallam, sagt im authentischen Hadith, dass deine Sünden vergeben werden. Und wer, liebe Geschwister, sein Essen mit Bismillah beginnt und dann sagt, الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقني غير حول من ولا قوة مني ولا قوة زهت جزات صلى الله عليه وسلم أفجت لي بجشمسة الله سبحانه وتعالى فجت تاجين جبزون على زن دافور دي جمعت كلين زن شو مال أخي اسم تون في يوم تاع وجيرس ما نبي ديز الدعاء aussprechen können wir Sündenvergebung erlangen, wenn wir natürlich mit Aufrichtigkeit und Glauben machen. Ganz einfache Dinge. Und wann haben wir darüber nachgedacht? Wann wenden wir es an? Wie oft essen wir vergessen, Allah Azza wa Jalla zu danken für das, was er ihm gemacht hat, um diese Dua auszusprechen? Und verpassen, liebe Geschwister, diesen Lohn. Und verpassen diese Sündenvergebung. Weil wir reden doch immer davon, wenn du einen Bruder triffst und vergehst und man redet über Islam und Situationen, dann beschwert sich der Muslim, indem er sagt, ja, Achi, weißt du, Sünden überkommen mich und diese Sünden lassen mich nicht los und ich weiß, was ich machen soll und viele das und jenes. Und es gibt Dinge, liebe Geschwister in der Religion, wo man diese Dinge entfernen kann, bei Ibnillahi Ta'ala. Schau mal, nur mit der Dua nach dem Essen. Und stell dir mal vor, wenn sie es jeden Tag machen, jeden Tag diese Dua aussprechen. Eine Sache, liebe Geschwister, die man bemerkt mit den Jahren ist, dass jeder, und das muss jeder Einzelne für sich wissen natürlich, dass man seine Persönlichkeit nicht richtig im Islam erzogen hat. Und Allah weiß es am besten. Da viele Dinge in der Religion gibt, die, wenn wir sie nachschauen würden, würden wir merken, dass sie in unserem Leben fehlen. Und deswegen, liebe Geschwister, was ich auch euch nahelege, es gibt dieses Buch hier, der ideale Muslim. Ja, Shakhsiyatul Muslim. Und das ist ein sehr schönes Buch. Ich wünschte mir, ich hätte das vor 10 Jahren gelesen. Als ich das gelesen habe, habe ich mir gedacht, boah, warum bin ich nie auf dieses Buch vorher gestoßen? So viel Nutzen darin. Was habe ich alles falsch gemacht in meinem Leben? Wie habe ich mich verhalten? Welche Dinge habe ich vernachlässigt? Und dieses Buch, subhanallah, geht, kann man sagen, von A bis Z, deine Persönlichkeit aus, wie du sein sollst, wie du sein musst. In allen Angelegenheiten, mit jeder Persönlichkeit, mit jeder Person, ob Mutter, Vater, Eltern, Frau, Kinder, Muslime, Gesellschaft. Und glaub es mir, wenn du anfängst zu lesen, wirst du sagen, boah, was bin ich denn für eine Person? Wo ist meine Persönlichkeit als Muslim? Was fühlt mir alles? Und dann stoßt du auf solche Dinge, liebe Geschwister. Ich habe das gelesen, da stand das Benehmen des Muslims mit dem Essen. Als ich das gelesen habe, habe ich mir gedacht, na, Mann, ich esse jeden Tag. Und auch wenn man die Dua anspricht, hat man gar nicht darüber nachgedacht. Manchmal wird das, liebe Geschwister, zu einer bestimmten Gewohnheit und denkst gar nicht mehr darüber nach. Sprich einfach nur aus. Und das sollte es nicht sein, liebe Geschwister. Und bi'idhnillahi ta'ala versuchen wir, liebe Geschwister, im Glauben
die Dinge zu nutzen oder Dinge, liebe Geschwister, anzuwenden, die einfach uns fassen. Die einfach für jeden ist. Zum Beispiel diese so auswendig zu lernen und dann als Antwort damit wir diese Vergebung bekommen. Weil ich sehe Leute, die beschäftigen sich ja mit Dingen, die viel schwieriger sind. Mit Themen, die viel höher sind, die nicht ihr Niveau ist. Und man sagt, liebe Geschwister, wenn man über Größen anzieht, sieht das nicht schön aus. Nimm das an, was du kannst. Erkenne deine Position, nimm das an, was du kannst. Und mach das, was du von dir auch bringen kannst. Und glaub es mir, du wirst Nutzen damit finden. Man darf nichts, liebe Geschwister, wir reden gleich alle in der Religion, leichtfertigen. Deswegen, das war, liebe Geschwister, das, was ich euch mitgeben wollte, auch wenn das kurz war. Ich hoffe, dass ihr Nutzen daraus habt. Und möge Allah subhanahu wa ta'ala von mir und von euch annehmen. Und dass wir dann gesegnete Tage weiterhin verbringen. Barakallahu.